Unter dem Motto »Wer hat an der Uhr gedreht?« hat das Kinderhaus Schatzinsel in Lichtenberg auch in diesem Jahr ihr Vereinsfest organisiert. Weil die Zeit bei den meisten Leuten immer relativ knapp ist und deshalb haben wir gedacht, wir schenken den Kindern mit ihren Eltern mal ein paar Stunden Zeit. Es ist mittlerweile zur Tradition geworden, unser Vereinsfest. Das ist das 19. Mal. Und im nächsten Jahr feiern wir dann 20-jähriges Jubiläum. Das Jubiläumsmotto wird aber noch nicht verraten. Viele Eltern und Großeltern sind mit ihren Kindern gekommen und feierten gemeinsam. Das Wetter war herrlich und für Essen und Trinken war reichlich gesorgt. Alle hatten viel Spaß. Rund um das Thema Zeit und Uhr wurde viel geboten. Es konnte die passende Zeitmaschine gebastelt werden. Die Kinder wurden von ihren Eltern dabei unterstützt. Aus einfachen Mitteln wurden Sanduhren hergestellt. Wir befüllen hier Sanduhren zu unserem Thema Zeit. Und die Kinder können die dann noch schön anmalen. Das Kinderhaus Schatzinsel e.V. wird von sehr vielen Eltern unterstützt, damit die Kinderbetreuung abgesichert ist. Wir sind mittlerweile ca. 200 Kinder und da gehören die Krippenkinder, die Kindergartenkinder und die Hortkinder dazu, also von 1 bis 10 Jahre. Und im Hort sind es mittlerweile 86 Kinder und der Rest ist hier im Kinderhaus. Wir freuen uns, dass wir viele Eltern in unserer Einrichtung haben, die uns jederzeit tatkräftig unterstützen. Vor allen Dingen auch bei unserer Gemeinde, bei der Frau Bürgermeisterin, die Steffi Schädlich, die sich immer für unsere Einrichtung einsetzt mit ihrem Gemeinderat. Selbst der Bauhof ist immer zur Stelle, wenn wir ihn brauchen. Und da die Zusammenarbeit auch mit den Firmen in unserer Gemeinde klappt wunderbar. Und deshalb bedanken wir uns ganz herzlich. Und so sieht der Tagesablauf bis zum Mittag aus. Also die Kinder werden morgens in die Einrichtung gebracht. Wir beginnen 6 Uhr. Und es wird im Prinzip eine Frühgruppe gebildet, wo die Kinder sich versammeln und dann geht es in die einzelnen Gruppen. Dort wird gefrühstückt, am Vormittag spielen die Kinder gemeinsam in den Gruppen, es werden Angebote durchgeführt. Wir gehen natürlich auch viel raus in die Natur, frische Luft ist auch wichtig in die Bewegung bei den Kindern. Und um 11 gibt es dann Mittagessen und ab um 12 ist Mittagsruhe. Die Eltern sind mit der Einrichtung und dem Personal sehr zufrieden. Ich finde es hier top. Wir sind sehr zufrieden. Sehr liebe, nette Erzieher, lecker Essen, schöner Spielplatz, alles supi. Schön gemacht alles, klappt alles schön. Kinder fühlen sich wohl, ist toll. Alles gut. Ja, die Tätigkeit ist, denke ich mal, okay, weil meine Frau, da gefällt es hier und die arbeitet hier im Kindergarten schon seit 12 Jahren. Und ja, wir sind sehr zufrieden, dass wir hier sind und uns gefällt es sehr gut. Unserem Kind auch. Ja, alles supi. Ich bin sehr begeistert, wirklich. Meine persönliche Zeit im Kindergarten ist ja schon ein bisschen her, aber die Einrichtung finde ich wirklich sehr schön. Auch heute die Veranstaltung ist wieder viel gemacht, also die Zeit steht still, wie uns gesagt wurde. Wir sollen uns unterhalten, wir sollen was essen, wir sollen was trinken. Den Kindern Zeit geben zum Spielen. Ich denke, das ist das Beste, was den Kindern passieren kann, oder? Das ist super. Beste im Umkreis, oder? Die ist toll, die Einrichtung. Vor allen Dingen, das Fest heute macht nie jede Einrichtung, nie jeder Kindergarten. Es ist alles Freizeit von den Erziehern, jedes Jahr aufs Neue. Ich bin begeistert. Hier war noch was Besonderes zu sehen. Das ist eine Zeitmaschine. Meine Tochter ist gerade da drin. Keine Ahnung, wie die jetzt rauskommt hier. Und so sah das Ergebnis aus. Am Abend gab es noch eine Modenschau aus den verschiedensten Zeitepochen. Hier zu sehen ist die Mode der Dino-Zeit. Zwischendurch zeigten die Tanzmäuse ihr Können. Auch die Ritter präsentierten ihre damalige Mode. Was wäre eine Modenschau ohne den Indianer und die Cowboys? Aus Omas und Opas Zeiten wurden ebenfalls verschiedene Kleidungsstücke präsentiert. Natürlich durfte dieser Kinderwagen von damals nicht fehlen.
Schöne sein, viel schöner als Ruhm und Geld, für wichtig auf dieser Welt, und doch nur wir allein. So sah die Nachtwäsche von damals aus. Zum Schluss war noch Mode der Zukunft zu sehen. Es war wieder ein rundum gelungenes Vereinsfest des Kinderhauses Schatzinsel.